Ready, Attention, Row. Über 600 Aktive kamen im stimmungsvollen Kuppelsaal im Olympiapark zu dem 22. Indoor Rowing Open zusammen. Es ist schon einzigartig. Also man erlebt nicht oft so einen großen Wettkampf, wo auch viele dabei sind. Es ist eine geile Atmosphäre. Die sind alle gut motiviert. Ja. Die Musik tut ihr Übriges und alle sind gut drauf. Ja. Die über 600 Ruderinnen und Ruderer stammten nicht nur aus Berlin, sondern kamen unter anderem aus anderen Bundesländern und sogar aus dem Ausland. Es hieß, je nach Altersklasse 350 bis 2000 Meter auf dem Ergometer zu absolvieren. Nicht nur Einzelwettbewerbe standen auf dem Programm, sondern auch Zweier, Vierer, Achter und Staffelrennen. Es ist der letzte Hieb vor Weihnachten. Die Ruderer haben im Winter ja manchmal Eis. Und man muss sich ja fit halten. Und hier wird eben dafür gesorgt, dass sie auf diesen Geräten also ihren Sport ausüben können. Die Aufregung steigt in einem schon ganz schön. Man kommt ganz schön das Nervenflattern. Aber im richtigen Moment wird auch eine ganz schöne Energie freigesetzt. Und der Landesruderverband Berlin lud am vergangenen Samstag nicht nur die erfahrenen Ruderer ein. Neu im Programm zum Beispiel waren auch die Schulklassenwettbewerbe. Die Neuheit mit dem Schülercup ist dem Interesse der Schüler einfach geschuldet, dass sie jetzt auch hier in solch einem Rahmen mitmachen wollen. Und wir wollen die auch als Nachwuchs für unseren Sport weiterentwickeln und holen die somit mit ins Boot. Los ging es im Alter von 13 und ging bis über 75 Jahre. Doch egal welches Alter auf dem Ergometer war, jeder wurde mit vollem Elan angefeuert. Ich bin auf jeden Fall stolz. Also es war ein gutes Rennen, hat Spaß gemacht, konnte meine neue Bestleistung fahren, also gelungener Tag. Natürlich gab es am Ende für die Erst- und Drittplatzierten noch eine Medaille. Und wenn Sie sich das nächste Mal die Bombenstimmung nicht entgehen lassen wollen, dann seien Sie auf jeden Fall dabei bei den 23. Indoor Rowing Open, wenn es dann wieder heißt, Ready, Attention, Row.